Previously on Alan Wake. Ex-FBI-Agent Nightingale, zurzeit als Monster tätig, ist nach seinem ersten Schlagabtausch mit Saga verschwunden. Die mysteriösen Manuskriptseiten, die überall in Bright Falls auftauchen, geben unserer Heldin den Hinweis, der nackte Haudrauf treibe sich im Overlap rum, einer Welt zwischen unserer und dem Dark Place. Diese Randzone muss irgendwo am Cauldron Lake liegen. Dort angekommen, trifft Saga auf einen Vertreter von Control, dieser mysteriösen Behörde, die übernatürliche Phänomene zu überprüfen scheint. Sind die nun Freund oder Feind? In jedem Fall Feind sind die Taken, Menschen, die vom Dark Place kontrolliert werden und Saga nun immer wieder angreifen. Zum Glück sind sie lichtempfindlicher als jeder Gamer, sodass Saga sie mit ihrer Taschenlampe in Schach halten kann, um sie dann zu erschießen. Schließlich führt Saga ein Ritual mit Nightingales Herz durch, um ihm in den Overlap zu folgen. Ob das so eine gute Idee war, wird fraglich, als der dicke Flitzer sie prompt angreift und ihr einen harten Kampf bietet. Doch Saga zwingt ihn in die Knie bzw. auf den Rücken, was sie umgehend aus dem Overlap und ans Ufer des Sees befördert. Dort kriecht gerade ein neues Wesen aus dem Urschlamm. Wer das wohl ist? My name is Alan Wake. Und damit geht es jetzt weiter. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Blöd, jetzt habe ich hier noch diese... Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Das ist ja blöd. Jetzt habe ich hier diese rote Corona vom Alex Casey. Bossfight noch. How? Am I still? Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. Sieht ja ein bisschen I aus. I need John another Wick. Minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time, but you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light and a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Fragt er denn gar nicht nach seiner Frau? So. Knarre immer noch leer. Nach Rennen, immer noch leer. Na, eine hätte sie behalten können. Eine war noch gut. Okay. Ja, schräg. Da ist er wieder. Ist der so groß? Na, ich glaube, Saga ist einfach nicht so riesig. Okay, hier kriechen sie immer alle raus. Hier ist ja auch der Nightingale rausgekrochen. Ja, dann... Investigate the previously flooded area. Das mache ich natürlich. Und dann... Ja. Ach, ich will doch nur sprinten. Aber wo bin ich denn dann? Wie komme ich denn da hin? With the flooding gone, could be further clues out there. Auf jeden Fall. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Igiti. Ja, Gott, das ist aber nicht ertrunken. Das Tier. Merkt man gerade. Ich habe gar keine Munition mehr. Ich muss also auf jeden Fall Munition finden. Ist ein wenig schwer durchschaubar, wo ich hier langlaufen kann und wo nicht. Ich schätze mal, das ist doch... Ja, hier bin ich wohl lang gekommen. Die Lampe setzt sich so gar nicht durch. Ah gut, das ist halt auch
mittlerweile hell. Ah, ein Glück habe ich hier nochmal geschaut. Ich wollte gerade weiterziehen. Ja, steht da. Das ist jetzt eine Beschreibung dieses Overlap-Bereiches. Es ist aber sehr prosaisch, also kann ich jetzt nicht wirklich draus was ableiten für das Spiel oder für mein Handeln jetzt. Einfach nur der Overlap ist halt der Bereich, wo Realität und Fiktion dann ineinander fließen. Das war jetzt nicht so die vital information. Cases aren't good or bad, Anderson. They're just cases. Okay, sure. But you have to admit, this one is particularly interesting. Ein guter Fall. Ich würde das ja nicht einen guten Fall nennen. Es ist halt einfach. Also wenn ich sie wäre, ich würde halt komplett ausflippen. Is that the cult of the tree symbol on it? Jo. Notes and ammo. Das war ja einfach, hä? Looks like they're tools of the trade. Sehr gut. Ach, nochmal eine zusätzliche Tasche. Remember, they look like us, that they aren't like animals, and it's our job to hunt them and gut them. The cult doesn't see their victims as people. Vielleicht ist dieser Kult gar nicht mal böse, hä? Huh? Ach, das war jetzt Munition für die Schotze. Ich kann ja, habe ich gerade gesehen, jetzt noch meine Waffen upgraden. Könnte ich also doch mehr Bullets reinmachen. Aber ich habe ja gar nicht genug von diesen Scraps hier. Ja, die Shotgun war natürlich sehr mächtig. Aber jetzt hier nur so ein paar Schuss macht mich dann doch nervös. Aber dieser Bossfight hat ja wirklich alle meine Ressourcen aufgebraucht. War ja wirklich bis zum letzten Schuss und zum letzten Heal. Ui. Ich sitze in einem komplett abgedunkelten Raum übrigens. Ich glaube, das kann ich für dieses Spiel sehr empfehlen. Oder halt auch nicht. Kommt drauf an, wie schreckhaft ihr seid. Der eine oder andere schrieb ja schon, ein Glück spielst du's. Ich bin dafür zu empfindlich. Das freut mich. Das ist dann mein Service. So, dann machen wir hier auch mal wieder Munition rein. Pistole finde ich spontan irgendwie besser. Und das war auch eine Frage unter den Kommentaren, ja wie? Und dann kann ich aber nur Quick Turn. Okay. Ja, es ist nicht so nötig, glaube ich. Da kann ich nur an bestimmten Stellen dann immer speichern. Also ich habe ja im letzten Video auch zum ersten Mal eine aktive manuelle Speicherung betrieben. Ansonsten kann man aber das Spiel einfach ausmachen und es setzt einen dann schon immer ganz okay zurück. Also ich hatte erwartet, dass nach dem Ende des Kapitels halt auch nochmal ein richtiger Speicherpunkt kommt und war dann überrascht, dass es nochmal, dass ich nochmal ein bisschen zurückgehen musste. Der sieht ja krass aus. Schießt dir die Nüsse. Toll, ich sehe ihn ja gar nicht. Moment, okay. Das war ein perfect dodge.
Jetzt kommt noch mal gerade. Oh Mann, ey, der kommt aber. Even the animals are turning into monsters. Ja, so viel zum Thema. Ich habe wieder Munition für die Pistole. Toll. Ich kann das mit dem machen. Ach, hier war ich ja schon. Kann ich jetzt hier eigentlich speichern? Nee. Hieß es nicht, man kann im Licht dann speichern? Nee, das gibt es dann wohl nur bei der Hexe. So, ja, ich mach das anders. The cult is leaving supplies around for themselves. Tja, zur Lampe fällt mir erstmal nichts ein. Ah! Ich wollte doch nur speichern, sprinten. So, hier haben wir nochmal, was ist das? Ach, für die Shotgun. Okay. So, jetzt geht da der Hauptweg lang. Vermutlich. Da unten geht es aber auch nochmal lang. Ist das hier vielleicht nur so ein kleiner... Ist hier nochmal Kleinkram? Nee, hier geht es ja richtig weit. Hier ist auch nochmal so ein Weg. Ah, so eine Box. Die Musik wird hier auch entspannter. Was haben wir hier? Today's Catch. Okay, irgendwelche Notizen von einem Angler, der einen Out-of-Towner, also jemanden von außerhalb, hier hat herumspazieren sehen mit einem Fernglas oder irgendwas in der Art, der irgendwelche Sachen notiert hat. Okay. Warum lässt er sein Angelzeug hier stehen? Da ist ja jetzt nochmal eine Brücke, da geht es ja nochmal... Sind da jetzt, es sei denn, die stürzt jetzt dramatisch ein, wenn ich rüberlaufen will. Aber die sieht ja mal ganz stabil aus. Bin ich hier unten durchgelaufen, ne? Schön ist das. Streamside Cauldron Lake. Da ist diese Kamera. Witchfinder Station. Also das ist hier schon der Hauptweg, merke ich gerade. There's something written here. A poem? Or a riddle? Nursery rhymes. Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. One bird for light, two for darkness, three birds for a fight, four for a struggle, five birds for injury, six for misery, seven for the ending. Whatever it may be. Ah, da kann ich Sachen ablegen. Weil wenn ich überlege, dass das hier alles optional ist. Da kann ich eine Sonne ablegen, da ein Boot, da ein Haus, was. One bird for light, two for darkness. Three birds for fight, four for struggle. Komme ich bestimmt später noch drauf, was das bedeuten soll. Aber das kann ich ja jetzt auch wieder an mein Caseboard kleben. Cult of Stashes. Hä? Okay. Nursery Rhymes. So. Da klebt mal hin. Creepy dolls. Mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Ja, das ist ja noch das harmloseste.
Cauldron Lake Rhymes. Das geht aber dahin. Ja, was denn? Strange Dolls. Dolls habe ich keine gesehen. Nochmal. Was, warum denn nicht? Also das verstehe ich immer noch nicht so richtig. Naja, klebe ich mal irgendwo hin. Oben vielleicht. Ja, da unten, okay. Stimmt, da ist ja auch noch die Kamera aufgebaut. Was weiß ich denn hier Neues? Ah ja. Das ist doch Cult Goal, ne? Na. Who's involved? Cult Symbols. Cult Goal. Hätte gedacht, das ist ein Ziel. Nö. Ach, Cult Psychology ist es. Dehumanizing the victims. Mhm. Nun gut. Da noch rumgefilmt. Ja, ein riesen Setup hier. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Ja, schön. Wer schreibt das hier? Es ist Control. Das ist von den Control-Menschen. Ja, jetzt. Ach, und das ist dieses komische Gerät, was der Typ auch an dieser Station hatte. Ja, jetzt wüsste ich halt gerne, wie Control funktioniert. Aber gut, das müssen sie mir in dem Spiel ja auch noch erklären. Jetzt habe ich hier dieses Püppchen. One Bird for Light. Kann ich dir da aufstellen? Something feels different. I should look around. Habe ich jetzt eine Krähe produziert? Es hat sich irgendwas verändert. Ach, Moment. Ach. Hä? Charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Was mache ich damit? Charms have various benefits. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Equip them, replacing them in charm slots in the inventory. Ja, dann equip den mal. Geht das denn nicht? Warum? Was ist denn mit dem Menü los? Es hakt. Hä? Menü ist gerade irgendwie kaputt. So. Ja, und wie kriege ich das jetzt darüber? Ach, shit. Was wollt ihr denn jetzt hier? Ja, lass die ruhig halt. Hau doch ein! Nein, du sollst nicht reloaden! Du sollst nicht reloaden. Du sollst einfach hauen. Da. Okay. Das Kampfsystem ist ein wenig hakelig. Und ich hoffe, das hat jetzt irgendwo rechtzeitig gespeichert, weil ich keine Lust habe, die letzten 10 Minuten nochmal zu machen. Okay, besser. Ach, das kann ich aber auch. Da habe ich jetzt erst verstanden, dass ich die Puppe wieder eingesteckt habe. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. So, jetzt kommen die ja nun gleich. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Aber ich wüsste jetzt gern, wie ich diesen Charm einbaue. Und mal gerade gucken, ob ich hier Weapons nicht upgraden kann.
Reload Speed. Das war ja gerade wirklich schlimm. Aber das, ich gehe davon aus, ich muss diese Punkte dafür einsetzen. Und ich habe halt nur 11. Och, warum merkt sich das Spiel denn nicht, dass ich das hier schon... Entschuldigung, angeklickt habe. Ja, ich kann ja da gar nichts. Nee, geht auch nicht. Okay. Aber wie kann ich denn bitte dieses Ding jetzt in mein Inventar packen? Ach, jetzt plötzlich geht's. Das ging eben nicht. Okay. So, die ist sehr gerne jetzt. Aber ich habe ja mehr Shotgun-Munition. Hä? Jetzt kommen sie nicht. Und jetzt kommen sie wahrscheinlich. Hm. Ach, jetzt kann ich es aber nicht mehr benutzen. Uff, da habe ich jetzt hier einfach so rumgemengt. Gar nicht aufgepasst, was ich genau mache. Naja. Ey, jetzt geht's hier wohl doch noch entsprechend weiter. Ich war aber noch nicht da oben, wo diese Leuchtpfeile hinzeigen. Ich hätte gedacht, das hier ist nur so eine kurze Abzweigung, aber das ist schon... That is the way. Deshalb nehmen wir das hier oben gerade mal noch mit. Ach, ist es wohl so, dass die Gegner einfach... Random spawnen? Das wäre natürlich gemein. Ah, hier ist das Ende. Ja, toll. Streamside Stash Key. Ist das dann der da oben mit dem... mit der Lampe drauf? Fällt mir eigentlich... Könnte auch mal wieder heilen eigentlich. Habe ich was zu heilen? Nee. Okay, dann heile ich halt nicht. Hoffentlich ist da was drin. Naja. Ein Trauma Pad. Könnte ich gerade gebrauchen. Cult is watching right now. Okay. Heften wir das erstmal wieder ab. Nightingale goes Ach, missing was? For 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Yeah, this were weird. Hä, warum habe ich die jetzt so einzeln da? Warum? Ich habe doch hier so eine Übersicht. Also erstmal noch nach diesen Nursery Rhymes gucken. Enacting the rhyme made the environment change. Ja, aber da fehlt mir wohl noch das Grundbild. Ich sollte jetzt aber auf jeden Fall erstmal heilen. Wofür jetzt diese Lichtquelle ist? Na gut, dahin kann man sich dann verziehen. Wenn so jemand kommt. Ja, mach das mal rein. Ja, das hatte ich das... Ja, hatte ich. Entschuldigung. Ach so, sein Secret Spot ist hinten. Okay. Wahrscheinlich hätte ich da drauf schießen sollen. Aber jetzt gucken wir mal, was es da unten noch gibt. Die Pistole liegt mir irgendwie mehr.
treffe zwar nicht so richtig gut damit. Aber dann muss ich die Leute nicht so nah an mich rankommen lassen. Das ist ihr Sprint, der ist ja recht moderat. Okay, das kann ich aber immer nur einmal benutzen, wie es aussieht. Schade. Schauen wir mal weiter. Ja, das ist jetzt der normale Schwierigkeitsgrad. Ich finde es jetzt schon... wenn man bedenkt, wie wenig Munition und Heal ich habe, ist das schon fordernd. Da könnte ich hoch... Hier noch, na hier scheint Ende zu sein. Der Spieler hat dann auch gesagt, save early, save often, aber es gibt ja bislang nur dieses eine Speicherhäuschen. Find a station. Das kenne ich noch nicht, aber da unten. So, da laufen wir jetzt hier im Kreis zurück, unten zu dem Lampenspot. Vielleicht sollte ich auch einfach mal auf die Map gucken. Pacific Northwest. Ja, schönste Landschaft. In Amerika einfach. So. Ach, das. Okay, das habe ich alles nicht. Private Cabin? Die kenne ich auch noch nicht. Moment. Da kann ich dann also speichern. Das war das mit dem Rätsel. Da war dann der Anglerplatz. Das wird gleich noch neu, aber hier die Private Cabin, die schauen wir uns noch zuerst an. Hm. Das geht wohl so nicht. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Verschleißteile, Dietriche oder sowas. Wie man einmal für sowas benutzen kann. Das sieht so aus, als käme da was raus. Wenn man drin rumlatscht. Und es geht dadurch aber auch zurück... ...nach oben zum Witch's Hut. Ach, das war ja vorhin alles überschwemmt. Ja, könnte ich dann danach da mal hoch und da speichern. Ist vielleicht nicht doof. Another locked box. Na, jetzt sind erstmal hier so Typen. Okay, relativ unbeeindruckt. Nee, ich wohl auch nicht. Okay, aber wenigstens habe ich diesmal Munitionsplus gemacht. Plus 3. Eben stand doch da noch plus 2. Hä, bin ich doof? Ah, nee. Da. 2. Plus 3. Hm, schwieriges Rätsel. 6 plus 2. Ist doch bestimmt nicht alles hier. Hier leuchtet da bestimmt noch irgendwas irgendwo. Sehe ich hier? Achso, hä? Okay, wofür ist das? Aber wahrscheinlich soll ich da oben stehen, um das Rätsel lösen zu können. 6 plus 2. 3 plus 3. 8 und 6, was? Aber das sind doch bestimmt wieder... Das sind doch bestimmt wieder 3 Zahlen, die man eingeben muss. Gucken wir uns das erstmal an. Rock, rock, tree. Are you bright enough?
Fels, Fels, Baum. Dann haben wir da unten diese Zahlen. Rock, Rock, Tree. Ja. So, wenn man sich hier hinstellt, das ist Rock. Rock. Und das ist der Tree. 3 plus 3. 6 plus 2 ist 8. 3, 6, 8 vielleicht? Nein. Aha, da ist noch die minus 2. Moment. Ach so. Kann da auch von vorne durchschießen. Ja. Well, now there's less monsters. Okay, sie geht da ganz cool mit um. Okay, was habe ich jetzt bekommen? Also er hatte ja dann doch den seinen Sweet Spot dann irgendwie im Bauch. Oh, Boobies. Boobies wackeln. Im Bauch. Ich dachte, ich kann ihn dann nur von hinten treffen. So, hier ist nochmal. Hier ist noch minus 2. Aber warum steht da noch eine Zahl drüber? Ach so, das ist einfach 7 minus 2. Ach so, wenn ich nicht leuchten würde, würde ich es nicht sehen. Aber gut, wenn ich. Hier kannst du ja nicht rumlaufen ohne Leuchte. Ach, dann hättest du nur die gesehen. Dann hättest du nur die Haupt- und nicht die, die Hauptzahlen gesehen und nicht die Ergänzungen. Okay, Frage ist, welcher Fels? Also 6, 6, 5, 8. Ja. Prima. Was mache ich denn damit eigentlich? Habe ich zwei so. So, Kocher. Und den Stash kann ich doch auch mal kurz. Kann ich den jetzt endlich mal abheften? Kalt Stashes. Warum fehlt mir da noch das Hauptbild? Ach, Okay, und was ist da. Was war denn das hier jetzt vom Kark? Also. Cauldron Lake. Da, kleb's hin. Ist ja alles Cauldron Lake hier. Habe ich sie jetzt vielleicht alle? Ey, eins fehlt noch. Ja, gut. Aber da war ich doch schon mal ganz fleißig. Und deshalb würde ich jetzt auch gerne da mal da hochlaufen. Jetzt habe ich wieder munitionsmäßig Minus gemacht. Das passiert immer, weil ich Steuerung normalerweise immer auf Sprinten immer auf Steuerung habe. Und hier nicht. Ich frage mich, ob ich mich daran gewöhnen kann. Aber da ist auch nochmal was zu holen. Kann man hier noch hoch? Nope. Dann müsste ich eben bei der Hütte rauskommen, in der man speichern kann. Hm, da hängen wieder so Dinge. Muss ich da also auch noch hoch? Ob das wohl so ist, wie in manchen anderen Spielen, dass man immer das lootet, was man gerade am meisten brauchen kann? Diese Teile schon wieder. Warum hat sie dazu eigentlich noch keinen Fall aufgemacht? Muss ja wieder so ein Casey Case sein. Another one of those lunchboxes. Ja, genau. Warum habe ich denn jetzt nur. Ach, das waren 9, okay. Da waren jetzt 9 drin. Das heißt, jetzt müsste ich wirklich eine Knarre upgraden können.
Da kommt ja wieder einer. Dann sollte ich jetzt vielleicht mal... Jetzt habe ich nämlich 20. Das könnte ich upgraden. Ja, mehr Kugeln im Magazin. Lädt ja die Pistole relativ schnell nach. Das ist eher, glaube ich, das... Stunning. Was ich gut finde. Sire was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Gut. Das finde ich gut. Kann ich mal sehen, ob das auch funktioniert. Okay, wenn ich ihn einmal so treffe, dass er sich zur Seite wegdreht, dann kann ich seinen Rücken treffen. Ja, jetzt bin ich wieder Minus-Munition gemacht. Aber ich habe nochmal eine Lunchbox abzuheften. Muss man eigentlich nicht mehr sofort machen, aber ach. Es sind schon noch eine ganze Menge. Das heißt, hier ist noch eine ganze Menge aus dem Level rauszuholen. Da ist die Hütte. Witch's Hut. Okay. Können wir mal speichern. Oh, Tür zu. Machen wir mal beides. So, und dann wieder zurück zur Brücke. Kann ich den kaputt schießen? Nee. Den Vorhängeschloss kann ich nicht kaputt schießen. Hier auch noch mal weiter. Okay, da ist dann aber Ende, schätze ich. Also mal weiter da noch rein erkunden. Eine Kuckucksuhr. Ne, ein Vogel wollte ich sehen. Wird das zufällig auf der Karte markiert? Was hat sie eigentlich für Hosen an, dass sie da immer so fröhlich überall reinspaziert? Das sieht alles richtig eklig aus. Würde ich gar nicht reingehen wollen. Also, in so einem Horror-Szenario. Komm ich da irgendwie hoch? Ne, dann laufe ich auch so rum. So, jetzt also Witchfinder Station. Da haben wir die Witchfinder Station. Was auch immer das ist. Hübsch ist es auf jeden Fall. Da dünstet irgendwas rum. Wieder gestrickte Eier. Der Manuskriptseiten. Ah, das erklärt jetzt, wie so ein Overlap entsteht. Und zwar müssen von beiden Seiten, also aus Richtung des Dark Places, wo Alan Wake bis gerade gefangen war, und aus unserer Realität eben Aktionen betrieben werden, die dann quasi so ein Loch oder eben eine Überlappung zwischen den beiden Welten entstehen lassen. Und eine davon war eben der Lawman, also der Nightingale, dessen Herz rausgeschnitten wird,
auf der Seite der Realität und Alan Wake hat dazu dann auch was geschrieben auf der Seite des Dark Place und so hat sich eben dieser Overlap ergeben. Und es gibt mindestens noch zwei Fälle, die jetzt hier beschrieben werden, die dann wahrscheinlich zukünftig noch kommen. Zwei korrupte Männer, die von ihrer eigenen Gier getötet werden und eine alte Frau, die in der Badewanne ertrunken ist. Also es gibt wahrscheinlich mindestens noch zwei dieser Overlap-Sequenzen und da wird auch beschrieben, dass die dann so einen Loop bildet, diese Overlap-Sequenz. Und das hatten wir ja in dem Nightingale-Bossfight auch. Okay. So, da geht's runter zu diesem... Ah, nee. Gibt's erstmal wieder eine Box. Irgendwo. Und da unten bin ich rumgelaufen. Das heißt, hier ist gleich das Ende. Hier kommt gleich dieser Tümpel da unten, in den ich nicht reingehen will. Können wir jetzt hier... Ach so, in die Richtung kann man runterhüpfen. Ja. Wird vielleicht noch relevant. Aber hier muss ja irgendwo noch so eine Box rumfliegen. Another Alex Casey Lunchbox? Ah ja. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Obviously you're going to succeed. Or else you wouldn't be the hero. Also diese Lunchboxes, die richten sich ja wirklich direkt an mich. Und vielleicht sollte ich jetzt der Shotgun auch noch ein bisschen Liebe geben, denn die lädt ja wirklich sehr langsam nach. Jetzt habe ich hier nämlich wieder 17 Scraps. Deals increased damage to enemies that are stunned, blinded or knocked down. Vielleicht mit der Pistole stunnen, mit der Shotgun nachsetzen. Geht das schnell genug? Mal gerade testen, wie schnell der Waffenwechsel ist. Piu, piu! Ja. Könnte gehen. Machen wir. The Taken was momentarily out of action, but not for long. Saga raised the sawn-off shotgun to stop it, once and for all. Ich finde, das klingt vielversprechend. Also viel Munition für die Shotgun. Blinded ist wahrscheinlich unmittelbar, nachdem ich die angeleuchtet habe. Was zu holen. Ah, wieder so ein Ritualding. Another one of those rhymes. Ja, ein Reim halt. Ist denn textlich jetzt das gleiche? Nee. Man kann es gar nicht lesen. Ich muss mal gerade in die Grafikoption gehen. Ob hier irgendwas komisch eingestellt ist. Ob das immer noch HDR eingestellt ist. Also warum ist denn das nicht auf High? Warum ist das aus? Ah, Screen Space Reflections. Aber gut, Screen Space Reflections ist auch, glaube ich, nicht so geil wie Raytracing. Und wenn Raytracing an ist, braucht man das hier wahrscheinlich nicht. Tja, nee. Kannst halt gar nicht lesen. The hero brave and strong left home to right or wrong. From the woods came the wolf, so greedy and hungry that he ate what he found in the house without a host. He returned to find she lost the thing she loved most. Oh nein, das ist doch die Tochter. Lass die Tochter in Ruhe. Jetzt kann ich halt irgendwo hier so eine Puppe draufstellen. Ich lasse das da erstmal stehen, bis ich es besser verstehe. Komischen Geräusche. Hängen die irgendwie mit Control zusammen? Oh, okay. So kann man es auch nicht lesen.
Alan Wake. Aha. Bin ich gut. Dann wechsle ich doch mal auf die Pistole. Wieder schön den Hirn streicheln. Pass ich Kiste auf. In den Filmen wissen sie immer sofort das Passwort, reimen sich das irgendwie zusammen. Aber das wird so nichts. Das muss ich erst finden. Gruselig, der Elch. Beast Within. Klingt nach einer Werwolf-Geschichte. Machen wir die Tür zu. Was haben wir denn da oben? Klingt ein bisschen wie ein Fernseher. Da ist wieder sowas. Also die Control-Gestalten, die machen hier irgendwas. So, steht es hier. Das sind Notizen von Control. Also realitätsverändernde Effekte haben sie entdeckt. Mit Kunst als Ursprung. Die Ergebnisse in die Realität manifestiert. Die Hypothese ist, dass es zwei Arten gibt, auf die Fiktion Realität beeinflussen kann. Entweder dadurch, dass es diese Ereignisse schon gab, ohne dass der Künstler das wusste, und diese Ereignisse erzeugen dann so ein, sind quasi die Inspiration, um dann selbst geschaffen zu werden. Es ist ein bisschen trippy. Oder dass die Fiktion sich selbst erschaffen will. Ja, trippy. Und irgendwie haben sie da jetzt ein Experiment sich ausgedacht, wie man mit irgendwelchen Puppen und Symbolen und einem Einschlafreim letztlich Fiktion in die Realität manifestieren kann. Eieiei. Das klingt sehr kompliziert. So, was haben wir denn da? Ach, da habe ich vorhin auch einfach wieder falsch geguckt. So, Strange Dolls. Warte mal. Sehe ich wieder nicht genug. Who made them? Control made them. Cauldron Lake. Mal sowas. Strange Dolls. Heften wir hier ab. Oh. Es gibt eine ganze Menge von denen. Und wo sind die Control-Leute, die das hier veranstaltet haben? Da ist ein Schiff, noch Sonne. Ja, noch mehr Infos. In Witchfinder Station gibt es zwei Arrangements. Einmal das hier und einmal das unten vor der Tür. Streamside, das habe ich gefunden. Und Cauldron Lake Rental Cabins, das habe ich noch nicht gefunden. Okay. Ja, Da ist wieder so ein Püppchen. Ah, ein Wolf-Püppchen. Und da Hero. Na, dann machen wir wohl unten mal. Machen wir mal die Show. So, wollen wir doch mal sehen. Was ist jetzt hier? The Hero, Brave and Strong, Left Home to Right or Wrong.
Okay, der, also der Held ist whack. Hero und Wolf. Also okay, der Hero ist groß geschrieben, Wolf ist groß geschrieben. Das sind natürlich jetzt die Hauptfiguren hier. Ja. Also der Held ist weg. Ich finde, der ist auf Reisen. Keine Ahnung. Und der Wolf ist im Wald. Oh, oha. I have a weird feeling something's changed. Mhm. Die Figürchen muss man auf jeden Fall immer wieder einsammeln. Was ist das jetzt? What is this? Ach. Wolfsspuren. Oh, damn. Dann nehmen wir lieber mal das dicke Rohr. Aha. Another charm for my bracelet. Schon wieder Kaffee. Oder? Saves you from death, but shatters in the process. Oh, okay, so ein extra Leben. Ja, dann mach das mal dahin. Okay. Ach, dann habe ich das wirklich vorhin auf Anhieb direkt richtig gemacht. Mit der einen Krähe. Habe ich denn jetzt die Figuren noch? Warum sieht man das ja gar nicht mehr, was ich an Figuren habe? Ja, gut. Das scheine ich wohl gelöst zu haben. Wo haben wir die anderen? Witchfinder Station bin ich gerade. Streamside habe ich schon. Cauldron Lake Rental Cabins. Ja, dann schaue ich mal in die Rental Cabins. Da muss ich einmal hier komplett durch. Witches hat kurz speichern. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Ach so. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich alles erforscht. Aber, dafür brauche ich bestimmt... Ach, geil! Das Einschussloch ist noch da. Dafür brauche ich bestimmt auch die Boatcutters später. Aber ich würde jetzt hier nochmal in die Rental Cabins gehen. Und wo soll ich hin? Da ist der Parking Lot. Da komme ich doch jetzt hin, oder? Ja, erstmal speichern und dann da weiter. Haha, seht ihr? Diese Eier hier? More of those kids' lunchboxes. Aha. Dad used to say, when the going gets tough, the tough get going. When the going gets tough, the tough get going. Okay. Das war so ein 80er-Jahre-Song. Kennt vielleicht nicht jeder. Vermutlich kennt ihn überhaupt niemand mehr. Das sind die Waterfalls. Da war ich unten. Waren die dann vorhin, also im Intro, waren die dann schon da? Oder sind wir hier gar nicht lang gelaufen? Nee, wahrscheinlich sind wir hier gar nicht lang gelaufen. Haben wahrscheinlich den Weg hier genommen. Das Wetter wird besser. So. Da ist wahrscheinlich irgendwo Ende. Wollen wir trotzdem gerade noch gucken. Alles mal zu Ende erkunden. Naja, da will sie nicht hin. I need to find my way back. Okay. Ich finde, das ist ja auch, wenn man schon keine Levelgrenzen baut, finde ich das völlig okay, das in einem Third-Person-Spiel dann so zu machen. Da geht's halt nicht lang. Das Level kann halt nicht die ganze Welt groß sein. Ich frage mich jetzt, ob das Wetter jetzt auch besser geworden wäre an der gleichen Stelle. Wenn ich andersrum gelaufen wäre, bestimmt. Aber was ist mit dem Wetter, wenn ich jetzt wieder zurückgehe? Ich schätze, da sind sie schon so konsistent, dass das dann auch einfach so bleibt.
So, jetzt müsst ihr noch langsam mal hier ankommen. Das Parking. Weiter geht's dann zum Parkplatz hinten. Und ich gehe jetzt hier links hoch. In die Cabins. Oh. I need something to cut this. Okay. Nee. Dann doch nicht. Das erklärt auch, warum jetzt das Optionale vorbei ist. Hier geht's dann einfach nicht weiter. Da ist Nick, aber wo ist Alan? Alan! Alan! Ready to go? Ja. Ah, da sitzt in den. Hä? Was haben wir denn da? Was hören wir denn hier? Hier schlägt doch irgendwas Alarm. Oder ist das... Ich musste kurz meinen Kopfhörer abnehmen. Nee, das ist hier. Und da ist doch unten diese Station. Jetzt piept sie nicht mehr. Wenn ich zurücklaufe, verschwindet. Das klingt, als wäre es diese Control-Station, die da unten piept und tutet. Ich würde da gerne hin, aber ich darf nicht. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Aha, ja gut, ich würde auch gestresst klingen, wenn ich am Telefon hören würde, dass meine Tochter fast ertrunken ist. What's with the coffee? Immer der Kaffee. Was mit John Wick? Hat er schon jemals nach seiner Frau gefragt? Warum nicht? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? Vielleicht die Frau? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. Ach echt, kannte man den aus dem ersten Spiel? The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Scratch ist sein böses alter Ego.
Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Und hier wechselt jetzt die Perspektive zu Alans Geschichte. Und das, würde ich sagen, heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, nehmt euch doch ein Abo mit. Und wenn es euch bis hierher gefallen hat, freue ich mich natürlich über nette Kommentare und Daumen nach oben. Danke für euren Support. Ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal.